Les participants font des spéciales à l'ausgabe du Midi du consommateur européen, les intervenants et les Marc Angel. Als allererst will ich mein Bedauern ausdrücken, dass ich nicht persönlich mit diesem Event teilholen kann. Mit der Pandemie verlangt von uns alle Guten, dass wir uns an die anderen schützen, indem wir uns direkt Kontakte so weit wie möglich reduzieren. Ich bin ganz froh, dass der CSC zusammen mit der Repräsentation von der Europäischen Kommission zu Lützeburg und auch dem Informationsbüro vom Europäischen Parlament zu Lützeburg trotzdem alles organisiert wird, für das das Event kann digital stattfinden. Vielmals merci dafür und ich. Für uns 2 Jahre, ich war erst schon ein paar Monate für den Konsumentenschutz zuständig, hatte ich Gelegenheit, persönlich um Midi Deal zu holen, den zur Occasion vom 15. März an der Maison de l'Europe organisiert wurde. So wie der Herr noch auch, konnten Partizipanten Fragen zu konkreten Situationen stellen, die sie als Konsument erlebt tun, an die für sie an irgendeiner Form nicht befriedigend gelaufen sind. Ich hatte die Möglichkeit, direkt von ihnen zu hören, was sie bewegt, was nicht klar ist, was soll geändert gehen. Und das ist mir ganz wichtig, so können wir mit den Bürgern in Kontakt treten und von hinten gewohnt zu gehen, wo die Chance direkt. Zentradem hat das Ministerium viele Dossiers abgegriffen, für den Schutz des Konsumenten zu stärken. Lass mich das aus 3 annehmen. Erstens zusammen mit der ULC, der CLC und dem ORESCA haben wir die Charte ausgeschafft, die noch präzisiert, wie man das Cadeau soll umgehen gehen. Sie bringt mehr Klarheit für den Konsumenten und auch mehr Sicherheit. Zweitens, zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium haben wir decidiert, alle guten D-Service, die verantwortlich sind für die Kontrolle der Lebensmittel, an eine einzige Verwaltung zu integrieren. Das wird uns erlauben, an Zukunft Kontrolle mehr effizient zu organisieren, was auch zur Sicherheit der Konsumenten wird beitragen. Letztes Jahr dann hat der MPC auch das Projekt vom Recours Kollektiv auf die Instanzen gebracht. Das ist ein Projekt, das für mich wirklich eine Möglichkeit bietet für die Konsumenten, dass sie sich können über den Weg von einer Sammelklot zusammenschließen und das gehört zu einem modernen Rechtssystem. Wir sind dafür hoffentlich darüber, dass wir am Gange sind, das auch zu Lützeburg anzuführen. Heute geht es aber nicht darum, hauptsächlich zu präzisieren, was das Ministerium bislang gemacht hat. Heute geht es darum, dass ihr Antworten auf eure Frage kriegt. Da wünscht sie dir hei und da wünscht sie noch Juristen von der ULC und dem CSC hei, für euch zu beraten und Sachen dort zu erklären, wo sie unklar sind. Das ist mir wichtig, dass ich so ein Service geboten wird und ich unterstütze so Formate, sind immer interessiert daran, was heute beschwert wird. Wir selbst können uns bieten, also es wichtig, viable Partner zu haben. Und mit der ULC und am CSC hat der Minister so Partner. Sie sind im Terrain für den Konsument, da, und falls nötig, können Sie hier noch dabei unterstützen, zu seinem Recht zu kommen. Ganz speziell will ich heute das CSC auf hier heben, denn der wisst vielleicht, dass Jahr seine 30 Jahre Existenz halt zu Lützeburg feiert. Für die exzellente Arbeit an den 30 Jahren und den Devouement von all den Leuten, die an der Zeit beim CSC geschafft, dass ich für den Theorie von den Konsumenten bei den grenzüberschreitenden Problemen angesetzt habe, will ich heute ganz spezielle Merci aussprechen.